Welche Farbe hat das Licht, Klaus? Das Licht? Hellweiß. Nein, Klaus. Alle Farben der Sonne sind in diesem weißen Licht versteckt. Wissenschaftler sehen das Verborgene. Man muss es nur hervorbringen. Machst du das mit so einem Spektroskram? Spektrometer heißt das, Klaus. Merk dir das. Ja, Papa, Spektroskram. Spektrometer. Ja, Papa, Spektroskram. Bitte? Herr Roth schickt uns wegen der Küche. Tut mir leid. Das muss ein Irrtum sein. Aber... Das wird die erste Serie, in der wir gemeinsam die Hauptrollen spielen. Und das auf einer Südseeinsel. Nein, das klingt aber mehr nach Strandurlaub als nach harter Arbeit. Ich fürchte, Herr Liebig, da haben Sie jetzt einen bunten Punkt getroffen. Sissi liebt das Meer. Aber dass ich in der Rolle, die ich spiele, eher zurückhaltend und bleich sein muss, wie es sich für eine viktorianische Erbin gehört. Was bedeutet, 3 Monate lang nicht in die Sonne? Während man von Klaus erwartet, dass er sich den ganzen Tag am Strand rumtreibt, braun wird, schlank. Tja, wir müssen eben alle Opfer bringen für das, was wir lieben. Ich hoffe, du kriegst einen Sonnenstich. Apropos Liebe, ist an dem Gerücht was dran, dass Sie beide heiraten wollen? Hallo? Wie war die Abmachung? Nichts Privates. Hey, das war nur ein Versuch, ja? Meine Leser bringen mich um, wenn ich es nicht wenigstens versuche. Entschuldigung. Riegler. Herr Roth. Ja. Wie bitte? Aber da kann sich doch nur mein... Da kann sich doch wirklich nur um ein Missverständnis handeln, okay? Ich meine, ja, ich weiß, das haben Sie mir oft genug gesagt. Ja. Gut, ja. Ich rede heute noch mit ihm. Ja. Ja, ich rede heute noch mit ihm. Ja, danke. Ihnen auch. Der treibt mich noch in den Wahnsinn. Hey. Die treiben mich alle weiter in den Wahnsinn. Dein Vater hat doch nicht etwa wieder seine Wohnung... Ach, halb so schlimm. Der Roth will ihn diesmal nur rauswerfen. Sag mal, haben wir der Hyäne jetzt endlich genug Knochen hingeworfen? Jetzt sei wenigstens ein einziges Mal professionell. Hm? Ja. Können nicht so einfach hier reinplatzen, ohne mich vorher zu informieren. Du weißt schon seit 3 Wochen Bescheid, Vater. Ich habe dich heute Morgen angerufen, damit du es nicht vergisst. Ach, dieser Roth ist ein Schwarzseher. Und Schwachkopf! 2 Brände in den letzten 6 Monaten. Wie nennst du sowas? Die Sicherungen waren defekt. Laut Gutachten hast du vergessen, den Herd auszuschalten. Der Herd war ausgeschaltet. Also, jedenfalls müssen die Leitungen repariert werden, so kann das unmöglich bleiben. Der Roth ist besorgt. Ich habe ihm zugesagt, dass seine Arbeiter morgen früh um 7 in die Wohnung können, okay? In Ordnung, mein lieber Klaus. Dein Auftrag ist erfüllt. Ja, und ich habe eine Putzhilfe gefunden, die 2x die Woche kommen könnte. Vater, möchtest du, dass ich sie anrufe? Ich möchte nur eins, dass man mich in Ruhe lässt. Interessierst du dich für Physik? Ich glaube kaum. Also geh wieder. Bei mir bist du leider an den Falschen geraten. Such dir lieber einen anderen. Ja, du hast ja recht, es geht mich nichts an.
Das ist Schokolade. Mehr habe ich nicht. Ja, geh jetzt nach Hause. Du sollst jetzt nach Hause gehen. Du sollst nach Hause gehen. Gibst nicht so schnell auf, hä? Na, komm mal her. Ja? So. Tja, ich versuch's später nochmal. Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Nummer gewählt haben? Und jetzt? Ich meine. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Regler. Wir kümmern uns darum, dass Spezi gut nach Hause kommt. Hm? Kann ich mich darauf verlassen? Wir machen das hier jeden Tag. Und wir mögen Tiere. Und vielen Dank nochmal, dass Sie ihn vorbeigebracht haben. Ich bin kein Kind. Ja, danke. Du glaubst ja nicht, wer da ist. Klaus Regler. Wer? Der Fernsehstar. Ich habe keinen Fernseher. Und für den würde ich mir auch keinen anschaffen. Herr Professor Regler, ich freue mich. Na
Name ist Hecht. Herzlich willkommen bei uns. Klaus Riegler. Wir haben telefoniert. Ja. Na, ist doch schön hier. Nee, nee. Hier bleibe ich nicht. Vater, 3 Wochen Krankenhaus und 3 Wochen Reha, das ist nicht viel für einen Schlaganfall. Das wird eine Weile dauern, bis dein Bein wieder völlig in Ordnung ist. Und die Ärzte meinen, du solltest zumindest jetzt im Augenblick nicht alleine wohnen. Ach, die Herren Doktores, was die so alles wissen. Ja, Herr Professor. Ich verstehe nicht, warum diese Wohnung immer noch nicht fertig ist. Das Feuer hat die Küche zerstört und die Diele. Das Zeug brennt ja auch wie Zunder. Ein paar Tage, okay? Du, ich sehe den Himmel aufgetan. Und siehe, ein weißes Pferd, dessen Name Schachmatt ist. Du brauchst nicht zu schreien, ich bin ja nicht taub. Na ja, noch nicht. Hey, geliebt Goldfische, ich glaube, ihr werdet euch gut verstehen. Ich habe gleich gesehen, dass Sie ein kultivierter Mann sind. Ich schau mal eben nach, wo Helge steckt. Helge ist Ihr Mann. Er ist vor 4 Jahren gestorben. Leute hat leider einen Dachschaden, wie noch einige hier. Aber das werden Sie bald selber merken. Unser kleiner Nazi-Pyromane. Er knallt übrigens für die Rentenversicherung. Je mehr von uns einen Herzkasperl kriegen, desto weniger müssen die bezahlen. Ne? Kleiner Scherz von mir. Mit den anderen, da kann man auskommen. Man muss allerdings bereit sein, sich die gleiche Geschichte mindestens 10-mal am Tag anzuhören. Das ist ja sehr beruhigend. Wenn Sie was Junges suchen, da drüben in der Pizzeria, da ist eine neue Kellnerin. Vielen Dank, aber ich fürchte, dafür werde ich nicht lange genug hier sein. Sind Sie ja. Im Badezimmer ist ein nackter Mann. Der hat mir ein obszönes Angebot gemacht. Gütiger Himmel. Ist der Schlingel schon wieder da? Und? Ist sie fertig? Hallo? Hallo, und? Was? Na, hast du den alten Löwen abgegeben? Ja. Hat er laut gebrüllt? Ziemlich. Hätte ich ja nicht gedacht, dass du dich dann doch noch traust, es ihm zu sagen, dass er seine Wohnung verloren hat. Ja. Schönen guten Abend, Herr Professor. Sie waren nicht beim Abendessen und ich habe mir gedacht, Sie haben vielleicht Hunger. Danke. Ja, wir könnten aber auch über Was die Pizzeria. Was fällt Ihnen ein, hier einfach so reinzuplatzen? Entschuldigung, aber ich... Danke, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich Sie um irgendetwas gebeten hätte. Arschloch. Was hast du denn erwartet? Ist mein Taxi da?
Wo wollen Sie denn hin? Nach Hause. Spezi ist sozusagen über Nacht zum Waisenkind geworden. Eine junge Familie mit einem großen Garten wollte ihn eigentlich nehmen, aber die haben sich dann anders überlegt. Spezi war denen zu alt. Einsame Hunde, die sich gegenseitig helfen. Stimmt's? Stimmt. Noch 19 Stufen, Spitzi. Langsam, langsam. Platz auf. Gleich rauf damit. Vorne ins Wohnzimmer. Herr Professor! Höchste Zeit, wieder zu Hause zu sein, Herr Pohl. Wer hat denn diese scheußlichen Sachen bestellt? Die neuen Mieter. Neue Mieter? Hier wohne ich. Hat denn Ihr Sohn nicht mit Ihnen gesprochen? Was denn? Mein Sohn? Wo ist mein Sohn? Hm? Ist er hier? Er kommt später heute Abend. Sagen Sie ihm, dass ich hier war. Und sagen Sie ihm auch, dass ich in meiner Wohnung war. Und ziehen Sie vielleicht besser etwas an, wenn Sie das nächste Mal die Tür aufmachen. Sie könnten sich sonst leicht erkälten. Du hast dir das falsche Herrchen ausgesucht. Such dir lieber einen anderen. Weiß der? Ja. Nein, Quatsch. Der ist nur schlecht gelaunt. Genau wie Sie. Hallo, Herr Professor. Herr Professor! Herr Professor! Nun warten Sie, ich helfe Ihnen doch. Das verdammte Bein, das will er einfach nicht. Danke. Mario. Georg. Ja, ich muss mich entschuldigen. Ach, das ist doch völlig normal in so einem Fall, nach all den vielen Veränderungen. Damals, als meine Maria von mir gegangen ist, Gott hab sie selig, da war ich auch völlig fix und fertig. Ja, glaubt mir, die Realität holt die wieder ein?
Außerdem in ein paar Tagen bist du dann wieder zu Hause. Tja, das ist leider nicht so einfach. Wieso? Stimmt was nicht? Meine Wohnung liegt im vierten Stock. Mit diesem Bein. Such dir eine neue Wohnung. Ciao, Mario. Ciao, Antonia. Ja. Die ist völlig verrückt nach mir. Unglaublich. Ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Ich kam mir vor, als würde ich für ein grausames Verbrechen vor Gericht stehen. Hat da an den Satzenden immer so ein bisschen angestrengt ausgeatmet? So. Und wie? Sein alttestamentarisches Jehova-Seufzen. Da ist er echt gut drin. Also wenn ich er wäre, wäre ich auch wütend gewesen. Ich kann einfach nicht glauben, dass du es ihm nicht gesagt hast. Hast du mal drüber nachgedacht, wie er sich gefühlt haben muss? Ich hab's ja versucht. Aber wie bringst du deinem Vater bei, dass er gerade aus der Wohnung, in der er praktisch sein halbes Leben verbracht hat, rausgeflogen ist? Was ist es eigentlich? Was? Was ist was? Bei euch beiden hängt irgendwas tierisch schief. Was habt ihr noch so für Leichen im Keller, ha? Leichen im Keller? Also, Leichen im Keller, wie das klingt. Bin ich Jack the Ripper? Ich hab Sperrmüll im Keller und ein altes Fahrrad. Und den Wein, genau. Und da hol ich uns gleich mal ein Fläschchen. Bingo, voll auf die 12. Die kriegst du doch nie auf. Wetten das? Ich habe in meinem Leben über 10 Berufe ausgeübt, darunter den des Schlossers. Der Hund kann doch in meinem Zimmer schlafen. Das merkt diese Schwester Drachen sofort. Du musst erst mit der Frau Dr. Hecht reden. Die hat einen riesen Respekt vor dir. Da schau her, der Herr Professor. Du musst hier bleiben. Er glaubt, er wird wieder verlassen. Sag ihm doch, dass wir morgen früh wiederkommen. Das ist ein Tier, Gattung Hund. Der versteht dich, wenn ich ihm was sage. Doch, am Klang. Ein Hund orientiert sich am Klang. Also gut. Morgen früh sind wir wieder hier. Ja, siehste, geht doch. Hätte ich gar nicht gedacht. Sag mal, für was bist du eigentlich, Professor? Den Darsteller des Pizarro interessieren sich verschiedene Frauen. Gute Nacht. Arechuel hat ein rassiges, bronzenes Gesicht mit edler, harten Nase, schwarz gefärbtem Haar und einem sorgfältig gestutzten Kinnbart. Eine unerhört erotische Stimme. Locker, kraftvoll, dunkel. So, hier sind Ihre Tabletten. Dann schlafen Sie besser. Ein Hund an der Tür. Ja, ich weiß. Und gleich kommt noch ein nackter Mann vorbei. Oder Helge. Gute Nacht. Gute Nacht, meine Liebe. Ja, also ich habe wirklich nur ein Glas Wasser verschüttet. Alles halb so schlimm, das kann ja mal passieren. Nicht, dass Sie denken. Um die Uhrzeit denke ich gar nicht mehr. Jetzt schon mal das eine oder das andere schief. Wir reden hier nur mal über das Älterwerden im Allgemeinen, gestörten Nachtschlaf im Speziellen. Von gewissen peinlichen Verdauungsproblemen gar nicht zu reden. Und hier ein Hund. Sehe einen Hund.
Dabei kann hier kein Hund sein. Also fängt das jetzt bei mir an, wie bei Charlotte. Mein Gott, gehst du mir aber auf die Nerven. Ja klar, 7 Tage. Es war doch gut. War das alles wirklich richtig gut. Weißt du, der Sommer da an mir, das war gut. Nein, 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 nicht der Krieg. Der Krieg nicht. Jetzt nicht daran denken, bitte nicht daran denken. Das Meer, ans Meer denken, das ist gut. Die Kinder, nicht weggehen jetzt. Lass uns hier bleiben, am Meer. Nicht weggehen. Ich hab sonst Angst. Der hat sich garantiert selbst befreit. Ach so? Und wie? Hat der vielleicht auch 10 verschiedene Berufe gemacht und einer davon war Ausbrecher? Sehr witzig, Herr Professor. Ein Hund ist nun mal intelligenter, als man denkt. Ja, ja. Und ich weiß das natürlich nicht, weil ich leider nur Physiker bin. Aber so habe ich das doch gar nicht gesagt. Aber wir sollten ihn jetzt endlich suchen. Ja, such du draußen, ich suche im Haus. Physiker, Oberfeldwebel. Ich bin gleich in meinem Büro. Morgen. Könnten Sie mich da... Danke. Wieder, ja. Morgen, Frau Hohensee. Morgen. Na, alles in Ordnung? Sagen Sie mal, seit wann lesen Sie denn solche Zeitungen? Nur, wenn etwas über Bekannte von mir drinsteht. Stellen Sie sich vor, da kennen wir doch in dem Herrn Professor tatsächlich jemanden, der Vater von jemandem ist, der außerordentlich berühmt ist. Oh, guten Tag. Entschuldigen Sie, lassen Sie sich nicht stören bei was immer Sie gerade tun. Ich suche etwas. Das heißt, jemanden. Jemanden, den wir kennen? Nein, nein, ich glaube kaum. Ja, bis dann. Was hat er denn? Keine Ahnung. Sagen Sie, könnte ich mir die mal ausleihen? Ich bringe sie wieder zurück, ja? Danke. Da ist doch was im Busch. Was zum Teufel macht der Köter in Ihrem Zimmer? Köter? Was denn für ein Köter? Kümmern Sie sich lieber um den Kerl, der hinter Ihnen steht und Ihnen gleich an die Wäsche geht. Obwohl, eine stattliche Erscheinung. Los, raus hier. Raus, verschwinde. Hinter Ihnen. Und der macht obszöne Gesten. Sie rauben mir noch den letzten Nerv, wissen Sie das? Und du verschwinde jetzt hier, du Mistviech. Entschuldigen die Damen, aber das Tier ist entlaufen. Das ist mir sehr peinlich. Entschuldigen Sie. Komm. Raus hier, alle beide. Komm. Oder ich vergesse mich. Langsam. Das war mir ja klar. Was? Dass Sie mit dem nackten Kerl allein bleiben wollen. So viel Hinterhältigkeit hätte ich dir niemals zugetraut. Das war mein Zuhause! Es tut mir leid, ich wollte es dir sagen. Außerdem dachte ich, es wäre klar, dass du da nicht mehr wohnen kannst. Es war deine Entscheidung. Ich werde es vor Gericht anfechten. Du hast die Rauchmelder entfernt. Ja, weil sie immer losgegangen sind, wenn ich kochen wollte! Du glaubst, du kannst mich irgendwohin abschieben, bis ich sterbe. Dann hast du dich schwer verrechnet. Was? Also, niemand will dich abschieben. Die Residenz ist nur eine Übergangslösung. Sie wird sowieso geschlossen. Das ist ja noch schöner. Du steckst mich in eine Übergangslösung. Ist ja auch völlig egal, was ich tue. Nichts ist jemals gut genug. Ich weiß gar nicht, warum ich mir überhaupt noch die Mühe mache. Ja, ja, wir wissen ja, wie du mit Problemen fertig wirst. Lauf nur weg, wieder mal. Was willst du damit sagen? Es gibt Momente, da darf man nicht weglaufen. Niemand wusste, dass es so schnell gehen würde. Die Ärzte wussten es nicht. Und wir wussten es auch nicht. Es gibt Dinge, die kann man nicht vorhersehen.
hast sie im Stich gelassen. Der Hund ist gut erzogen und ich habe gehört, dass Tiere therapeutische Wirkung haben können. Natürlich komme ich für alle zusätzlichen Kosten auf, die durch den Hund entstehen. Selbstverständlich. Gut. Also gut. Danke. Ich melde mich wieder. Herr Wiegler? Sie kennen den doch, oder? Ja. Warum? Das ist nur so eine Idee, aber ich dachte, vielleicht könnten Sie den überreden, einen Artikel über uns zu schreiben, also über die Residenz. Oh nein. Tut mir leid, aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum nicht? Ich meine, ich tue Ihnen und Ihrem Vater ja auch einen Gefallen. Mir war nicht klar, dass damit Bedingungen verknüpft sind. Nein, so habe ich das jetzt auch nicht gemeint. Schön. Dann ist ja gut. Wenn die hier wirklich dicht machen, viele von uns werden das nicht verkraften. Wir müssen wissen, wo wir dran sind. Was sollen wir denn machen? Soll ich vielleicht bei der Hecht im Büro einbrechen? Also für die alte Hütte im Garten hat's wohl gereicht. Mann. Du kriegst ja mehr mit, als einem lieb sein kann. Ich habe mein ganzes Leben lang Männern auf die Finger schauen müssen, damit sie keine Fehler machen. Da werde ich jetzt nicht damit aufhören. Hab mal ein Auge auf den Professor, ja. Aber unauffällig. Im Erdgeschoss. Ja. Ein oder zwei Zimmer. Eine Terrasse wäre schön. Hm? Hund. Es ist ein Schäferhund. Sehr gut erzogen. Sofort? Wunderbar. Danke. Spezi, wir haben eine Wohnung. Ja, bitte. Was ist? Habe ich ja nicht gesagt, dass die Hecht Respekt vor dir hat, Georg? Wie meinst du denn das? Spezi darf bleiben. So ein Blödsinn. Feinkost für Hunde in 5 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Na bitte, 4 davon hast du gekauft. Naja, aber Thunfisch, das ist doch abwegig gegen die Natur. Oder hast du schon mal Hunde gesehen, die Fische jagen? Na klar, Seehunde. Hayek! Minenhunde. Ich kenne Minenhunde. Man schiebt die los und dann, bumm, kann man sie zusammenfegen. Scheiß Viecher. Sie tun alles für ihn, mein Schatz, damit er keine Schmerzen hat. Ich weiß, wenn er nicht so einsam wäre. Wenn die öfter hier gewesen wären, dann wäre er auch nicht so einsam. Na, ist doch so. Ja. Ihr habt ja kein Problem. Bei meiner Familie. Du, Georg, als neulich dein Sohn hier war, da habe ich zufällig mitgekriegt, als er gesagt hat, dass das Heim geschlossen werden soll. Ja, für mich ist es kein Problem. Ich habe meine Kinder, 4 Stück. Die wollen sowieso, dass ich bei ihnen wohne. Aber für die anderen ist es nicht leicht. Es sind Gerüchte. Da ist wahrscheinlich gar nichts dran. Gerüchte? Ja, das habe ich mir eigentlich gleich gedacht. Ne? Gerüchte. Ganz bestimmt. Halbgötter haben ihre eigenen Gesetze. Und dann gibt es da noch das spezielle Regelwerk für meinen Vater. Ein Beispiel? In der Residenz sind Haustiere generell nicht erlaubt. Aber das gilt natürlich nicht für meinen Vater. Der bringt einen Hund mit. Möchtest du noch einen Wein? Weißt du, was daran komisch ist? Als Junge habe ich mir immer einen Hund gewünscht. Rate mal, was ich bekommen habe. Keine Ahnung. Eine Schildkröte. Weil die Schildkröte ein Symbol für das Alter der Welt ist,
Hast du schon mal versucht, mit einer Schildkröte Fußball zu spielen oder sie Stöckchen apportieren zu lassen? Nein, aber jetzt gibt's natürlich garantiert Schwierigkeiten. Wegen einem Hund. Es gibt doch eher Schwierigkeiten, weil du keine Ausnahme von deiner Regel machen konntest. Was willst du denn damit sagen? Das ist nur so eine Beobachtung. Möchtest du damit andeuten, dass ich wie mein Vater bin? Ich entdecke gewisse Ähnlichkeiten, ja. Weil ich einen Hund wollte? Nein, weil du immer, wenn du mit ihm zusammen bist, genauso dickköpfig wirst wie er. Also wenn du dich hier schon als Hobbypsychologin betätigen willst, dann könntest du etwas genauer hinsehen. Mein Vater und mich trennen Welten. Ach, was sag ich denn? Und wo willst du denn hin? Nach Hause, mir ist der Appetit vergangen. Und was mache ich jetzt mit der Forelle? Rede mit ihr. Also lass uns reden. Fang an. Hm? Du siehst aber traurig aus. Was ist? Ja? Auf die Frauen. Na bitte, wusste ich's doch. Dieser Schmierfink. Der wer? Dieser Pressemensch. Jetzt geht's los. Was? Ich weiß noch nicht, was du meinst. Aber ich freue mich mächtig drauf. Herr Professor Riegler, ich möchte Ihnen gern Herrn Liebig von der Scala vorstellen. Er möchte nämlich gerne eine Geschichte über Sie und Spezi schreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemanden interessiert. Oh. Stories mit geretteten Tieren treffen immer den Nerv. Ach, meinen nicht. Haben Sie noch irgendeine nachvollziehbare Erklärung, warum Sie unbedingt mit mir reden wollen? Ich mag klare Ansagen. Wenn der gute Samariter der Vater von Klaus Riegler ist, dann möchte das ganze Land drüber reden. War das nachvollziehbar genug? Durchaus. Aber ich habe nicht die geringste Lust, über meine Familie zu reden. Es geht niemandem etwas an. Herr Liebig, macht Sie was aus, wenn ich mit dem Herrn Professor mal ganz kurz unter vier Augen... Außerdem ist sowieso alles, was Sie da in Ihrer Zeitung schreiben, reine Makulatur, guter Mann. Das ist aber kein Grund, es nicht zu drucken. Herr Professor, es gibt da gewisse Umstände, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann, aber eine gute Presse wäre sehr hilfreich für unser Haus. Würden Sie mir den Gefallen tun und sich mit Herrn Liebig unterhalten, bitte? Naja, wenn der Mann unbedingt über meinen Sohn schreiben will, bitte sehr. Aber mich braucht es da wohl nicht als Knochenbeilage für diesen Käse. Komm jetzt. Herr Liebig. Jetzt weiß ich auch, warum Klaus auf eine Insel geht. Naja. Wissen Sie was, dann... stelle ich Ihnen eben jetzt einige andere Bewohner vor. Ja? Wissen Sie was, Frau Dr. Hecht? Meine Leser, die wollen ja eigentlich wissen, wer sich wann und wo und vor allem wegen wem liften lässt, so ein Seniorenheim. Wieso? Ich meine, wir wären doch alle mal alt, Herr Liebig. Eben. Und genau das. Das wollen meine Leser eben unbedingt nicht wissen. Wir haben ein Problem. Wie ich diesen Satz liebe. Der Professor. Wir müssen ihn dazu bringen, mit Dr. Hecht und diesem Zeitungsmenschen zusammenzuarbeiten. Warum sollen wir sowas tun? Weil wir sonst alle hier rausfliegen. Wir müssen den Professor dazu bringen, hier ein paar Tage zu bleiben. Ja. Aber wie soll man das machen? Erdgeschoss geräumig, nicht weit bis zur U-Bahn. Ganz wie Sie es wollen, Herr Professor. Na? Was meinst du, Mario? Wunderschön. Die Wohnung ist wunderschön, wirklich, ne? Ja. Und die Wände schön dick, ne? Da hört man den Hund kauen. Hund? Hund, es handelt sich doch um einen wohlerzogenen deutschen Schäferhund. Jawohl. Ja, ein bisschen Schäferhund ist schon dabei. Also der Hund, das kann ich Ihnen versichern, ist sehr, sehr leise. Man kann schon fast sagen, stumm. Ja, wenn der bellen will, dann macht er Gebärdensprache. Ja.
Er kann da nicht bleiben. Ich denke doch. Nur für ein Weilchen. Das muss doch keiner wissen. Mario hat mir erzählt, Sie wollen uns verlassen? Ah, hat er das? Eigentlich hat sich der Hund hier schon sehr schön eingewöhnt bei uns. Einfach so. Ja, und dabei sagt man immer, alte Hunde könnten sich an nichts Neues mehr gewöhnen. So. Ja, ich bin Physiker. Also mein Wissen über Tiere ist ziemlich begrenzt. Herr Soffritti, Ihre Tochter ist am Telefon. Oh, welche? Bis gleich. Er muss ja eine wunderbare Familie haben, der Mario. Sie rennen weg, nicht wahr? Nein, ich renne nicht weg. Nicht mit dem Bein. Aber allmählich komme ich mir vor wie ein Tatterkreis. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Na ja, wenn man Tag ein, Tag aus von alten, gebrechlichen Menschen umgeben ist. Danke für das Kompliment. Sie sind doch damit nicht gemeint. Aber das ist doch kein Leben. Außerdem brauche ich meine Freiheit. Aber Sie sind nicht mehr allein. Da gibt's Spezi. Eigentlich haben Sie heute auch vergessen, Ihre Tür so richtig abzuschließen, nicht wahr? Nö, die habe ich richtig abgeschlossen. Ach, wie aufmerksam. Sie haben Spezi seinen eigenen Schlüssel gegeben, nicht wahr? Donnerwetter. Der verdammte Hayek. Was zum Teufel macht er denn da? Ach, er vermisst die gute alte Zeit, als er noch beim Sprengkommando war, nach dem Krieg. Jetzt ist Feuerwerk sein Hobby. Irgendwann wird er noch mal jemanden verletzen. Kommt deine Tochter nicht? Nein, sie hat leider keine Zeit. Was hast du, Mario? Herr Doberstein. Aus dem Sinn. Ich würde das auch gern hier anders machen, Frau Hohensee, wirklich. Aber der Stiftungsrat hat es nun mal so angeordnet. Das ist unwürdig, Frau Dr. Recht. So darf man niemanden entsorgen. So nicht! Recht hat er. Ich bin übrigens eine sehr gute Tänzerin. Ich tanze besser als Helge, aber wenn ich die Führung übernehme, dann ist es in Ordnung. Er war so abgemagert, aber dabei war er immer so ein stattlicher Mann. Er ist an einem besseren Ort. Er ist in einem verdammten Loch im Boden, nass, kalt und leer. Die Würmer werden ihn fressen. Und das war's dann, Herr Pfarrer. Na toll. Danke für den erbaulichen Hinweis. Ich hab's oft genug gesehen. Leichen. Mehr als genug. Nicht wieder diese Geschichten aus deiner besten Zeit. Selbst wenn die Leichenstarre schon eingesetzt hat. Hayek, erspar uns das jetzt! Selbst wenn die Leichenstarre schon eingesetzt hat, wachsen Haare und Fingernägel immer noch weiter. Hayek, halt jetzt den Mund. Tage danach wachsen die noch weiter, ich hab's gesehen. Tausendfach hab ich's gesehen. Wenn wir nach den Bombennächten die Keller geräumt haben. Ich hab's gesehen. Wir wissen das, Hayek. Und wenn du es nicht gesehen hättest, hättest du keinerlei Entschuldigung für dein absolut unmögliches Verhalten. Ich hab's gesehen. Und das geht doch nicht wieder weg. Das geht einfach nicht mehr weg.
So ein armer, blöder Hund. Frau Dahm, ich muss an die frische Luft. Wie nett. Bringen Sie bitte mir und Helga ein Vanilleeis mit. Ja. Okay, wir warten noch 5 Minuten auf die Sonne. Ohne Sonne geht's nicht. Parallel haben wir ja schon mal Drehkerzen gemacht. Na? Ist es ein Privatbesuch oder betrachten wir das als berufliches Treffen? Das ist privat. Aber wenn du das der Presse verrätst, werde ich alles abstreiten. Hallo, geht das Ding endlich mal in Position? Ja, danke. Okay. Du bist sauer. Ich bin allerdings sauer. Steht dir gut? Was genau? Das Kleid, das mir die Luft abschnürt, oder das Sauersein? Beides. Sisi, pass mit dem Fächer auf. Ja. Das ist bald. Gut. Hallo, haben wir. Ich bin sauer, weil du deinen Kram einfach nicht geregelt kriegst. Ach ja, was denn? Was kriege ich denn nicht geregelt? Entweder setzt du dich mit deinem Vater mal zusammen und ihr dröselt auseinander, was bei euch schief liegt, oder du nabelst dich endlich ab. Hör mal, das ist mein Problem. Das musst du nicht zu deinem machen. Dann noch mal ran, ja? Dankeschön. Wie viel Angst hast du eigentlich vor deinem Vater? Angst? Ja, Angst. Ihr schleicht wie zwei heiße Kater ständig um den kalten Brei rum. Bloß nicht direkt miteinander reden. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ihr genau das mal tut. Oder es lasst. Mensch, irgendwann ist dein Vater tot und es ist zu spät. So, Kinder, wir können wieder einsteigen und vorverkrampfen. So. Aber, dann war? Jetzt setz nicht deinen Dackelblick auf. Also. Ich freue mich so darauf, heute Abend aus diesem Kleid rauszukommen. Ich könnte dir dabei helfen. Frauen des späten 18. Jahrhunderts tragen darunter auch immer nur eines: sich selbst. Nee. Jetzt ist das Make-up raus. Die Frau treibt mich noch zu Bahn. Die Frau treibt mich noch zu Bahn. Warte mal endlich! Mein Chibo-Privatcafé wächst am Fuße des Kilimandscharo. Nachhaltig angebaut, sorgfältig ausgewählt und auf die Sekunde genau geröstet. Für einen einzigartigen Geschmack. Mein ganz privater Genuss. Privatcafé African Blue aus der Kollektion Weltbester Cafés. Jetzt für nur 5,69 Euro. Vom Schmerz getroffen? Schnelle Hilfe kommt aus dem Klostergarten. Hier finden Sie die Heilkraft der Natur. Anika. Von Klosterfrau weiterentwickelt zu einem wirkstoffreichen Arzneimittel mit hochdosierter Blütentinktur. Anika Schmerzsalbe wirkt abschwellend und entzündungshemmend. Klosterfrau, wissen, was Natur kann. Und für eine schnelle Fettverdauung Artischocke Forte 600, extra stark mit wertvollem Cynarin. Von Klosterfrau. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt hoch! Das Konzerterlebnis des Jahres. Andrea Berg, Atlantis Live. Auf DVD und Blu-ray. Opa, jetzt will ich mein Eis auch zum Nulltarif. Der beste Hörgeräte-Nulltarif aller Zeiten. Bessere Technik, besseres Design, besseres Verstehen. Gehrs, gutes Hören. Muskelprobleme? Leben Sie lieber unverkrampft. Mit dem neuen Magnesium plus Kalium Trinkgranulat von Taxofit. Sofort löslich. Für aktive Muskeln und Energie. Schnell bioverfügbar, natriumarm, Laktose, Gluten und zuckerfrei. Von Taxofit. Für mehr Freude an der eigenen Leistungsfähigkeit. Auch als Calcium D3 Trinkgranulat. ZDF Zeit und die königlichen Dynastien. Der Mythos. Die lässt einen nicht los. Ist schon eine Faszination. Und die Wahrheit. Sisi war eine egozentrische Persönlichkeit. Über eine schrecklich nette Familie. Hat ungefähr so ausgeschaut. Die Habsburger, Dienstag, 20.15 Uhr im ZDF. Mit dem zweiten sieht man besser.
Hatten Sie früher auch schon Haustiere? Nein. Der Spezi ist sozusagen mein erster vierbeiniger Freund. Und Sie? Oh ja. Ich denke, jeder Mensch sollte mal im Laufe seines Lebens eine Zeit in der Obhut eines Tieres verbringen. Ich muss zugeben, so habe ich das noch nie betrachtet. Sind wir Ihnen eigentlich gleichgültig? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie wissen, dass Sie uns helfen könnten. Nein? Aber dieser Liebig, dieser Reporter, der war doch hier. Sie und Ihr Sohn, Sie haben es vielleicht in der Hand, uns vor einer mittleren Katastrophe zu bewahren. Wenn Sie sich entschließen könnten, uns zu helfen. Frau, Sie bitte ich. Ja, ich will Sie nicht bedrängen, aber denken Sie einfach mal darüber nach. Und sagen Sie den anderen nichts. Dem einen oder anderen könnte es, wie sagt man so dramatisch, das Herz brechen. Auf Wiedersehen, Professor. Komm, hau ab, du Quälgeist! Verschwinde, los, hau ab! Natürlich denkmalgeschützt, ja, und innen gibt es auch genug Sachen, die erhalten bleiben müssen, aber ich denke, wir können doch eventuell kräftig entkernen. Guten Morgen! Schön, dass Sie da sind. Helge war schon unruhig, dass Sie den Termin verpassen. Muttchen, wir sind immer pünktlich wie die Maurer. Und wenn wir hier einen Wintergarten... Sagen Sie mal, Sie sind ja wohl von allen guten Geistern verlassen, hier einfach ohne Terminabsprache einzufallen. Frau Dr. Hecht, ich brauche Ihre Erlaubnis nicht, um mir das Eigentum der Stiftung anzugucken. Wir prüfen bloß unsere Pläne für das Schulungszentrum und dann sind wir schon wieder weg. Guter Mann, ich habe hier das Hausrecht, klar? Und ich spreche für Ihren Arbeitgeber. Ohne Terminabsprache gibt es hier im Interesse meiner Bewohner keine Besichtigung. So einfach ist das. Wissen Sie was? Hier gibt es demnächst keine Bewohner mehr. Und dann ist es vielleicht wirklich einfach. Guten Tag. Junger Mann, wir kaufen nichts an der Haustür. Also ist es wirklich warm, das Gerücht. Es ist wahr, dass unser Haus auf einer Liste von Gemeindeeinrichtungen steht, die eventuell geschlossen werden sollen. Aufgrund städtischer Etatkürzungen und... Sie haben es gewusst und uns nichts gesagt. Die Entscheidung ist ja auch noch nicht endgültig. Ich wollte Sie nicht unnütz beunruhigen und habe Sie deshalb nicht früher davon in Kenntnis gesetzt. Sie können uns doch nicht einfach zum Sperrmüll stellen. Wir sind keine alten Möbel. Selbstverständlich werden wir für Sie, für uns, einen anderen Ort finden. Was denn für einen anderen Ort? Das weiß ich jetzt noch nicht. Wer sein eigenes Haus betrübt, der wird Sturm zum Erbteil haben. Ich bin zu alt für einen neuer Anfang. Unsinn, Fred. Der Arzt hat doch gesagt, du hast das Herz eines 70-Jährigen. Vielleicht könnten Sie bei einem Ihrer Kinder einziehen. Kinder? Kinder? Er glaubt doch tatsächlich, dass Sie seine eigenen Kinder bei sich einziehen lassen. Was? Ich schau mal nach Ihnen. Wir sind hier zu Hause. Sie mögen unsere Zeitung nicht. Und ich dachte, Sie sind Geschäftsmann und nicht unbedingt darauf erpicht, geliebt zu werden. Okay, reden wir über das Geschäft. Ich kriege Sie und den Hund vor die Kamera. Vorausgesetzt, Sie räumen der Residenz und Ihre Probleme mit der Stiftung den entsprechenden Platz ein. Wir werden die eine oder andere Wahrheit etwas
sagen wir mal, dehnen müssen. Wenn sie dich allzu sehr dehnen und ich die Kontrolle darüber habe, was veröffentlicht wird. Ich lasse mich ungern kontrollieren. Ich lasse mich ungern fotografieren. Sie sind ein alter Fuchs, Herr Professor. Haben Sie etwas dagegen, ein cleverer Hund genannt zu werden? Überhaupt nicht. Nur eine klitzekleine Kleinigkeit fehlt noch, damit es eine wirklich gute Geschichte wird. Professor Rieger, kommen Sie rein. Danke. Dann lasse ich euch mal allein. Du musst nicht gehen. Ich weiß. Ich glaube, der Spezi hat Durst. Ein bisschen Wasser vielleicht. Klaus, du musst mir einen Gefallen tun. Ich muss dir einen Gefallen tun? Ja, weißt du, dieses Heim, also die Residenz soll geschlossen werden. Und ich bemühe mich darum, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Und dieser Zeitungsschreiber, der will mir dabei helfen. Dieser lieb ich. Aha. Und weil du das so entschieden hast, muss ich das natürlich so machen. Das ist klar. Wie immer. Du machst dir ja nicht mal die Mühe, mir zuzuhören. Vater, hier stehe ich doch, hier vor dir. Und hör dir zu, wie du Anordnungen und Befehle an mich ausgibst. In meiner eigenen Wohnung. Was soll ich denn machen? Mein Gott! Soll ich dich anbetteln? Nein, aber du könntest mich zumindest fragen, bevor du für mich entscheidest. Wann darf ich denn deiner Meinung nach endlich erwachsen geworden sein? Bitte, Klaus. Ich brauche deine Hilfe, bitte. Eine Fortsetzungsgeschichte über dich und deinen Vater. Über die Residenz. Mit meinem Vater und mir, also mit mir als Aufhänger, ja. Und was ist mit der Fernsehserie? Wir wollten doch immer was zusammen machen. Steigst du jetzt aus? Mein Vater hat mich, seinen Sohn, um Hilfe gebeten. Das ist, kannst du dir nicht vorstellen, was das für mich bedeutet? Schon klar. Das nennt man Schicksal. Was soll denn das jetzt heißen? Was es heißen soll? Das soll heißen, dass ich stinksauer bin. Das soll heißen, dass ich überhaupt gar keine Lust habe, die verständnisvolle Freundin zu nehmen und mit feuchten Augen zuzusehen, wie du die Fehler deines Lebens korrigierst. Ich kann meinen Vater doch nicht einfach im Stich lassen. Schieb doch nicht immer deinen Vater als Grund vor. Es geht doch genauso um dich. Männer, großartig. Jahrelang sitzt ihr wie zwei angeschossene, beleidigte Gorillas in der Ecke, brummelt vor euch hin und wartet den optimal schlechtesten Zeitpunkt ab, um euch mit Kokosnüssen zu bewerfen. Hör mal, das ist doch nicht so ein Riesenproblem. Du fährst einfach vor und ich komme dann irgendwann nach. Wir kriegen das schon geregelt. Nein, wir kriegen gar nichts geregelt. Wir leben seit Wochen in einer unerklärten Wohngemeinschaft mit deinem Vater. Das war nicht die Abmachung. Und du das irgendwann mit deinem Vater erledigt hast? Wenn ich in der Zwischenzeit niemanden getroffen habe, der ein bisschen erwachsener ist als du, dann können wir es gerne noch mal probieren. Sissi, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, deshalb bin ich doch so wütend. Du hast dein ganzes verdammtes Leben lang Zeit gehabt. Wieso hast du das nicht vorher geregelt? Warum hast du so lange gewartet? Der Mensch von dieser Zeitung will wahrscheinlich eine rührselige Geschichte mit netten alten Leuten. Sind wir doch auch, oder? Also, unser Pfarrer, du, ich, das müsste dem Herrn eigentlich schon gefallen, oder? Ja, Apostel 18,10. Niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also sag mal, kannst du nicht einmal ernsthaft bei einer Sache bleiben? Der Fred muss mit. Stottern ist so menschlich. Na dann. Einmal für alle. Alle für alle. Wir waren früher öfter mal hier, als ich noch klein war. Meine Mutter hat diesen Ort geliebt. Wann war das? Naja, das war als ich 8 oder 9 war. Ja? Spezi. Ja. Na, das wird eine sensationelle Überschrift. Ich war 8 oder 9 am Wannsee. Großartig. Sie haben nicht zufällig irgendwas erlebt mit 8 oder 9, was meine Leser interessieren würde. Ja, ja. Say goodbye. I
Professor, Sie sind doch sicher sehr stolz auf Ihren Sohn. Ja, ja. Natürlich. Welcher ist Ihr Lieblingsfilm? Wie bitte? Welchen von Klaus' Filmen mögen Sie am liebsten? Ach so. Ja, das ist schwierig. Es gibt ja so viele. Ich glaube, da war einer, der wurde im Osten gedreht, in der Tschechei. Wie hieß ja, der noch? Ja, ich weiß, welchen Sie meinen. Das war das Trugbild und der wurde gedreht in... Budapest. Budapest? Ja, Budapest. Budapest! Richtig, genau. Junger Mann, wären Sie bereit, mit einer alten Dame zu tanzen? Alte Dame? Sie? Charmeur. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Helge ist ein fantastischer Tänzer. Helge, wer ist Helge? Ich sehe keinen Helge. Das müssen wir uns nicht bieten lassen, Helge. Komm, wir gehen schlendern. Unsere Schwester ist klein und hat keine Brüste. Was sollen wir unserer Schwester tun, wenn man nun um sie werben wird? Bitte? Lied Salomon nach der Vers. Prost! Ja, Helge, ein Ausflug mit dem Boot. Das wäre ein Spaß. Du drängel doch nicht schon wieder. Ich weiß ja, du bist der Kapitän. Du bist ja immer der Kapitän. Ihr Vater hat nicht einen ihrer Filme gesehen. Macht sie das nicht wütend? Vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um wütend zu sein. Oh, junger Mann, für was halten Sie uns? Für Zuckerpuppen mit grauen Haaren, mit Zahnersatz? Wenn sie wütend auf ihn sind, dann zeigen sie es ihm auch. Ich glaube nicht, dass er das so leicht wegstecken würde. Ein kräftiges Donnerwetter ist besser als ein laues Lüftchen. Und es hat noch niemanden umgebracht. Sie sollten stolz sein auf Ihren Sohn, Professor. Ja, naja. Das ist nicht so einfach, Frau Hohensee. Wenn ich bedenke, was er früher für ein Potenzial hatte. Und was ist mit dem Potenzial, das er heute hat? Das kennen Sie doch gar nicht. Frau Hohensee. Sie sind kein sehr großzügiger Mann, Professor, nicht also wahr? Also bitte, das ist ja nur wirklich meine Privatangelegenheit. Georg, wenn ihr hier schon streitet wie ein altes Ehepaar, dann solltet ihr wenigstens zueinander du sagen. Was hat denn der Hund? Also, wenn der Lassie hieß und nicht Spezi, dann würde ich anfangen, mir jetzt Gedanken zu machen. Komm. Verschwunden. Da! Ich will nach Amerika! Ich verstehe zwar nichts von unten, aber ich denke, wir sollten ihm nachrennen. Ja, Leute, zurück! Mein lieber Helge, nach all den vielen Jahren muss ich dir doch noch ein Geständnis machen. Dass du ständig den jungen Dingern nachguckst, verziehen. Du rennst mir ja nicht weg. Aber ist das wirklich notwendig, dass ein erwachsener Mann 3 Stunden am Tag mit seiner Modelleisenbahn spielt? Gut machst du das, Helge. Großartig. Hallo, verdammt! Sieh mal, die netten Leute. Nette Leute. Nette Leute, nicht? Nette Leute! Zurückholen! Betsy, komm da raus! Das Wasser ist mir zu kalt! Ich hab sowas schon so oft gespielt. Was machst du denn, bist du verrückt? Ich war Feuerwehrmann, Notarzt, ich hab Laminenopfer gerettet. Dann mach ich sowas doch mit links. Aber doch nur ein Film! Wahnsinn, das sind Titelbilder, Leute! Verdammt, ich komme! Raus!
Also, wir sind Helden und darauf trinken wir ein. Ja? Glauben Sie, wir haben tatsächlich eine Chance, Herr Liebig. Meine Leser werden zu Tränen gerührt sein. Und die Stiftung, der das Haus gehört, wird darüber mächtig ins Schwitzen kommen. Das kann ich Ihnen garantieren. Sei doch froh, Georg. Da müssen wir wenigstens nicht alle in deine neue Wohnung einziehen. Ah! Steht hier gut, mein Anzug. Na ja, okay. Ein bisschen aus der Mode. Du hast dir nicht einen der Filme angesehen, die ich dir geschickt habe, nicht? Ich kann mit diesem Videorekorder nicht umgehen. Wie bitte? Der Mann, der mit einem hochkomplizierten Gasspektro... Spektrometer sind gar nicht kompliziert, sind ganz einfach. Na eben, der kann nicht mit einem Videorekorder umgehen? Klar. Was ich mache, ist natürlich dummes Zeug. Das habe ich nicht gesagt. Ach, Vater, du hast so eine Art, Sachen nicht zu sagen. Die ist mindestens genauso gut wie meine. Na ja, mein Gott. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, du wärst Arzt geworden oder Physiker und nicht... Was? Faxenmacher? Ist es dir peinlich, dass dein Sohn für Geld den Affen macht? Ja? Wenn du jemand geworden wärst, der etwas macht, der etwas kreiert, der etwas zustande bringt, was wichtig ist, was die Menschheit weiterbringt. Ja, Vater, der genau das macht, was du auch gemacht hast. Oder nein, der etwas geschafft hätte, was dir nicht gelungen ist. Was wäre für deinen Sohn denn gut genug gewesen? Der Nobelpreis? Red nicht so einen Blödsinn. Welche Chance hätte ich denn gehabt? Professor Riegler vorne, Professor Riegler hinten, links, rechts, oben, unten. Überall standest du schon vor mir, riesengroß. Mein Vater, was der alles kann. Mathematik, Physik, Chemie, Erdkunde, Geschichte, Sprachen. Überall, wo ich hin wollte, da warst du schon. Und du wusstest alles. Und du konntest auch noch alles. Ein Gasspektro... Spektrometer. Genau. Wer kann sowas bedienen? Du. Wer spielt souverän mit mathematischen Formen, die einem schon vom reinen Angucken Kopfschmerzen bereiten? Du. Wer weiß, welchen entscheidenden Fehler Cäsar bei der Schlacht von Schnipp, Schnapp, Schnupp gemacht hat? Du. In der Schule, meine Lehrer, die hatten Angst vor dir. Ach, das ist so Quatsch. Die hatten Angst, dass du in den Marsch pfeifst, was sie alles falsch machen im Unterricht. Und das Schlimmste, meistens hattest du auch noch recht. Das ist doch irre. Aber irgendwo und irgendwann muss man mal anfangen, man selber zu werden. Und das ging nur weit weg von dir. Naja, und da gab es ja nur zwei Felder, von denen du absolut keine Ahnung hattest. Ach. Fußball und Kunst. Ja, und Fußball ist es dann eben nicht geworden. Fertig? Fertig. Ich geh heim. Du, Klaus? Danke. Könntest du das nochmal wiederholen? Ich glaube, ich habe das nicht so richtig verstanden. Vielen Dank, Klaus. Für alles. Heute. Bitte. Jetzt weiß ich erst, was ich für ein Ekel bin. Spezi, was hast du denn, mein Kleiner? Was ist denn, mein Alter? Hm? Was hast du? In dieser Jahreszeit kann das Wasser noch sehr kalt sein und er ist nicht mehr der Jüngste. Aber er hat ein starkes Herz und seine Lunge ist in Ordnung. Geben Sie ihm morgens und abends je eine davon.
Wird er sich wiederholen? Ich denke schon. Ja. Danke, Frau Doktor. Meinst du, dass das tatsächlich was bringt, Mario? Ja. Immerhin hat mich meine jüngste Tochter mal wieder angerufen. Er hat den Artikel gelesen. Ach, gut. Die Kinder haben einfach furchtbar viel zu tun. Ach, was soll das ganze Drumherum-Gerede? Georg, weißt du, warum ich hier bin? Weißt du, warum Marianne hier ist? Du hast es gut, du hast wenigstens einen Sohn, mit dem du streiten kannst. Meine Kinder, die bringe ich ja nicht mal mehr dazu, sich über mich aufzuregen, obwohl ich das weiß Gott versuche. Naja, nun sitzen wir hier, regen uns übereinander auf, nur um uns nicht zu Tode zu langweilen. Wenn man es bedenkt, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Du, ich finde, er atmet schon viel ruhiger, oder? Viel. Herr Klaus, ich mache dir ein Angebot, was du einfach nicht ausschlagen kannst. Das Ticket, das ich dir hinterlassen habe, bringt dich zu mir. Die Sache hat allerdings einen klitzekleinen Haken. Bevor du das Ticket benutzen darfst, musst du mir eine Frage beantworten. Die Frage lautet, wie kriege ich meinen Kram endlich geregelt? Nicht so einfach, ne? Aber es lohnt sich. Ich werde warten. Naja, wenn du nicht gerade ein ganzes Jahr dafür brauchst. Also krieg deinen entzückenden Arsch hoch und bis dann. Ich hätte nie gedacht, dass einem ein Tier so ans Herz wachsen kann. Und dabei kennen wir uns erst seit kurzem. Er wird sich wieder berappeln. Aber Sie sehen abgespannt aus. Sie sollten sich ein bisschen hinlegen. Hm? Ich bleibe hier bei Spezi und pass auf ihn auf. Danke. Ich habe nachgedacht, Marianne. Ich muss noch einiges in Ordnung bringen. Mit meinem Sohn. Es ist nie zu spät. Und Sie sollten keinen Augenblick verstreichen lassen. Der Tierarzt sagt, ihr habt beide großes Glück gehabt, dass ihr euch keine Lungenentzündung geholt habt. Du hast mit einem Tierarzt über meinen Zustand gesprochen? Wie passend. Hühnersuppe. Deine Mutter hat immer gesagt, es gibt kein besseres Mittel gegen Erkältung. Und jetzt hat man wissenschaftlich nachgewiesen, dass das stimmt. Ach, und seitdem glaubst du es auch. Deine Mutter. Deine Frau. Ja, deine Mutter, ich glaube, sie hat das verstanden. Und akzeptiert. Aha, was jetzt genau? Das mit dem Theater und der Schauspielerei. Ich meine, ich fand es eher... Vater, du hast mich nie auf der Bühne gesehen. Du guckst meine Filme nicht an. Gesundheit. Wie kannst du das schon finden, was ich mache? Doch, einmal. Einmal habe ich dich gesehen auf der Bühne. Bitte? Du hast mich auf der Bühne gesehen? Wo, wann, welches Stück? Ach, weiß nicht mehr so genau. Es war, glaube ich, an einem Nachmittag. Kann das sein? Eine Nachmittagsvorstellung. Aha. Naja, ich habe eigentlich nur ein einziges Stück gespielt mit einer Nachmittagsvorstellung. Das war ein Weihnachtsmärchen. Peterchens Mondfahrt. Hast du nicht so ein Insekt gespielt? Sumsemann. Ja, ein Käfer. Immerhin die Hauptfigur. Hm. Ich frag dich jetzt erst gar nicht, wie du es fandest. Ja, es war halt sowas für Kinder. Ja. So, ist es so besser? Ja, danke schön. Wie geht es Spezi? Er nimmt seine Tabletten nicht.
stopfen Sie die Tabletten doch in eine Wurst. In eine Wurst, sagen Sie denen das. Und Mutter, wie fand sie es? Großartig, großartig. Sie fand das wirklich großartig? Du weißt doch, wie Mütter so sind. Ja, allerdings. Naja, sie hat... Später dann hat sie mir verboten, wütend auf dich zu sein. Als ob man sowas verbieten könnte. Das ging ja so schnell mit ihrer Krankheit. Sie hat immer gesagt, er muss doch seine Arbeit machen. Seinen ersten Film. Davon, dass er hier bleibt, werde ich auch nicht gesund. Ich war so wütend auf dich, dass du weggerannt bist. So unglaublich wütend. Ich war so unglaublich feig. Weil ich Angst hatte, sie so zu sehen, so. Na, schmeckt dir meine Suppe? Sehr gut, sehr gut. Na, ist eigentlich nur so eine Tütensuppe. Trotzdem, danke. Danke für das Angebot, Klaus. Das ist sehr lieb von dir. Aber ich habe mich entschlossen, in der Residenz zu bleiben. Solange es geht. Ich muss auch an Spezi denken. Der würde sich mit mir allein zu Tode langweilen. Spezi. Ja. Ich hab gedacht, du schaffst es. Haben Sie denn überhaupt kein Taktgefühl? Was? Bitte. Lassen Sie mich mit meinem Hund allein. Ich wollte mich ja nur verabschieden. Bitte. Thank you.
Georg? Ja, ist schon gut. Der Pfarrer hat unten gehört, Spezi soll entsorgt werden. Aber das lassen wir nicht zu. Ja. Ja. Hören Sie, könnten Sie nicht einmal... Ja, ich verstehe. Ja, ich werde es Ihnen sagen. Liebe Heimbewohner, Spezi stellt ein Gesundheitsrisiko dar und er muss deshalb streng genommen von diesen beiden Herren vom Gesundheitsamt ordnungsgemäß entsorgt werden. Hallo? Ja, das habe ich. Nein, Sie weigern sich. Jawohl. Ich soll Ihnen sagen, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie die Behörden behindern. Wir sind alt, aber nicht blöd. Wir sind keine Kleinkinder. Sagen Sie das den Herren von der Behörde. Sagen Sie es. Ja klar, die Mitarbeiter dieses Hauses haben sich auch den Anweisungen zu unterwerfen. Nein, das ist klar. Ich mich unterwerfen? Nein. Wie bitte? Ach, ich verliere auch meinen Job, wenn ich mich nicht entsprechend verhalte. Ach, wissen Sie, wenn hier zugemacht wird, stehen meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt ohnehin nicht besonders. Sie werden mit den Leuten direkt sprechen? Prima, das können Sie nämlich sofort haben. Eine feste Burg ist unser Gott. Sie sind aber mit Verlaub ein Beweis für seine eklatante Pfuscherei, was die Schöpfung angeht, ne? Wenn Hege euch erwischt, dass ihr mit seiner Eisenbahnanlage spielt, na, dann setzt es aber was. Ignoranten, voll Teufel! Ja! Wir haben schon ganz andere Hunde begraben. Halt's mal, Bürokrat! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Sie können uns mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Ich bedauere es wirklich sehr, dass ich nicht mehr Kompetenz besitze, was Beschimpfungen angeht. Also denken Sie sich bitte selbst etwas aus. Ja, hallo. Klaus Riegler. Ja. Ich wurde da einen Termin beim Frühstücksfernsehen bekommen, ja. Ja, und jemand von einer Late-Night-Show hat auch schon angerufen. Ja, das Interesse der Öffentlichkeit ist gewaltig. Und wissen Sie, wenn ich den Herrn Liebig nicht davon abhalten kann, seinen Artikel über die Schließung der Residenz zu veröffentlichen, dann haben Sie ein richtiges Problem. Ja, ein halbes Jahr lang schlechte Presse, das ist... Ach, tatsächlich. Alles ist verhandelbar. Die werden sich noch wundern. Die werden sich ganz schön wundern, werden die sich.
Noch nicht. Junger Mann, Ihr Vater ist in Dingen, die mit Gefühlen zu tun haben, nicht so besonders gut. Vielleicht könnten Sie ein paar Worte sagen, Herr Schauspieler. Vielleicht sogar etwas Passendes. Halt alle Uhren an, das Telefon schneid ab. Dem Hund, dass er nicht bellt, gibt einen Knochen. Stumm sollen Pianos sein. Und mit gedämpftem Trommelschlag tragt raus den Sarg, die Trauernden ruft her. Lasst Flieger kreisen über uns und in den Himmel schreiben, er ist tot. Den Tauben an den weißen Hals ein dunkler Kragen, lasst die Gendarmen schwarze Handschuhe tragen. Er war mir Norden, Süden, Osten, Westen. Mein Arbeitstag und meines Sonntags Ruhe. Mir Mittag, Mitternacht, mir Rede und mir Lied. Solch Liebe hier müsst ewig währen, dachte ich. Und falsch. Die Sterne sind nicht mehr erwünscht, löscht jeden aus. Verpackt den Mond und tragt die Erde fort, gießt aus das Meer und kehrt den Wald davon, weil nichts mehr gut wird von nun an. Nichts mehr gut wird von nun an? Ja, ist gut. Sehr gut. Wir haben uns hier versammelt, um den Tod eines Mitbewohners zu betrauern. Herr, du hast uns befohlen, uns die Tiere untertan. Er geht nicht mit einem Winseln. Das ist Unterdrückung. Wann wird denn die Schluss sein damit? Wann wird die Zeit... Er geht mit einem Knall. ...endlich reif sein, dass der Mensch sich der Kreatur annimmt. Und der Erde. Und ihren Bewohnern. Besonders den Alten unter ihnen. Klaus, das Gedicht. Ja? Sagst du das auch für mich? Wenn ich... Hat es dir gefallen? Mhm. Hat mir gefallen. Hat mir sogar sehr gefallen. Gut. Ich hoffe, du lässt dir noch ein bisschen Zeit. Naja. Hast du Angst? Nein. Nicht, solange du in meiner Nähe bist. Was? Wofür war das denn jetzt? Dass du nicht vergisst, dass ich noch da bin.